So, hallo, ich zeige euch mal, wie man einen CSS-Server installiert mit Root-Zugriff, also über PuTTY. Als erstes loggen wir uns mal in den Root ein. Das Video ist ziemlich alt und das ist ein ziemlich scheiß Server, also entschuldige ich mich, wenn er etwas langsam ist. Also mal gucken. Aber was mache ich da? Ja, das ist ein Server, der ist voll installiert. Ja. TestDD2, ja genau, das war der leere Server, den ich dann installieren wollte. Dann gehen wir in PuTTY, schreiben hier das Root-Passwort rein. Perfekt, jetzt gehen wir ins Home-Verzeichnis. Die ganzen Befehle schreibe ich nachher nochmal in die Beschreibung rein. Da versuche ich doch recht laienhafte irgendwas, ja. Also wir gehen in das Verzeichnis, wo der Server drin stehen sein wollen wird. Ja. Komm, mach hinne, du dummer Idiot. Hopp, 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 hopp. Ah, jetzt habe ich gemerkt, dass da noch nichts drin ist und dass ich den gerade installieren möchte. Ja, also erstmal wegetten wir die leere Installationsdatei von Steam. Das ist jetzt ein anderer Link, aber der funktioniert wahrscheinlich auch. Haben es schnell runtergeladen. Jetzt geben wir dem Permissions chmod plus x und dann den Namen halt, der ist updateTool.bin, damit wir das auch ausführen können und damit er dann nicht rumspackt. Jetzt führen wir diese Datei aus, schreiben yes rein. Jetzt extrahiert er die Steam-Dateien zum Downloaden. Und jetzt schreiben wir den Befehl rein, um den Server runterzuladen. So, jetzt überprüft er erstmal, ob da was da ist und updatet auf die neueste Version von dem HL Dedicated Server Update Tool, also Half-Life Dedicated Server Update Tool. Machen wir den ganzen Befehl nochmal, also einfach einmal mit der Pfeiltaste nach oben und Enter. Jetzt komme ich auch auf die schlaue Idee, das Fenster ein bisschen weiter in die Mitte zu machen. Und wie gesagt, der Server ist recht scheiße. War recht scheiße. Und er lädt jetzt den Server runter. Und ja, das war es eigentlich schon. Jo. Viel Spaß und so, ne?